PSG verliert den Ball. Könnte gefährlich werden. Messi am Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Angriff. Jetzt also Paris Saint-Germain in Führung. Weghorst. Ja, da ist Platz jetzt. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Fabian. Neymar hat ihn. Nicht gut verteidigt gegen Neymar. Der Brasilianer geht vorbei. Klasse Tackling. Fabian. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Da kommt die Ecke. Ferrati. Fabian. Das ist die Chance. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Gut geklärt. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Ja, das ist ein guter Pass. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgleich. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Jetzt Messi am Ball. Der Ball zurück bei Manchester United. Super, wie er sich durchsetzt. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Der Ball war nicht platziert genug. Wenn wir auf den Ballbesitz schauen, ja, da fällt auf, dass PSG bislang klar weniger von diesem Spiel hat. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Er zieht ab, Schuss kommt nicht durch. Oh, der Ballgewinn. Messi jetzt am Ball. Da zahlt sich das frühe Stören aus, Ballgewinn. Die Chance für den Konter. Da gibt er Vorteil nach Foul an Neymar. Immer noch diese Szene. Lionel Messi. Gutes Tackling. Gleich ist hier Pause in diesem Spiel. PSG führt knapp. Es ist alles in allem bislang eine gute Leistung. Es ist ein enges Spiel. Ein Tor Führung, alles noch drin. Aber man merkt schon, sie haben hier leichte Vorteile. Und ich bin gespannt, ob sie das nach der Pause so weiterspielen können. Ganz souverän hier vom Torhüter. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Der Konter läuft. Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Da klären sie erstmal. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Neymar. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird es eng. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Lionel Messi. Gut gemacht, mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Es ist Pause, liebe Zuschauer. Das war die erste Hälfte hier aus Old Trafford. Lionel Messi hat einen guten Abend erwischt. Das war eine starke erste Hälfte von ihm.
Bisher ist das hier wirklich ein sehr gutes Spiel. Ist natürlich wichtig, wenn du so jemanden im Team hast, torgefährlich, im richtigen Moment einfach da. Das reißt die Nebenleute mit. Wir machen weiter mit Durchgang 2. PSG im Moment mit einer knappen Führung. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Da kommt der Konter. Geht gut nach innen. Gute Chance. Super Konter, aber am Ende doch kein Tor. Aber eine herrliche Szene, die Sie da gezeigt haben. Was für ein Tempo, eine schöne Aktion. Mbappé. Es gibt Freistoß für PSG. Marquinhos. Fabian. Neymar. Ballgewinn, gefährliche Position. Und jetzt Verratti. Lionel Messi. Fabian. Ball ist bei Mbappé. Sichere Parade. Ecke Neymar. Verratti. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Fabian. PSG macht das Tor, baut seine Führung in dieser Partie auf 2 Treffer aus. Die Verteidiger sind dran, aber dann zeigt er seine ganze Klasse und kann trotzdem das Tor machen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Anthony. Ballbesitz Bruno Fernandes. Da ist Verratti zur Stelle. Das gibt Einwurf. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ganz energischer Einsatz. Bruno Fernandes. Und Weghorst. Er passt gut auf und hat den Ball. Kylian Mbappé Lotin. Chance für Mbappé. Elfer hier für PSG. Elfmeter und gelbe Karte noch oben drauf. Richtige Entscheidung. Klar, es ist eine harte Entscheidung. Aber das pfeift jeder Schiri so. Keine Frage. Neymar nimmt Anlauf. Nein, nicht. Das Tor bei diesem Strafstoß. Das war ungefährlich.
Gute Balleroberung hier. Ball bleibt im Spiel, schöne Aktion. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt schießt er. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Ja, das ist abseits. Zu früh losgelaufen. Aber das ist natürlich eine vielversprechende Strategie. Sie wollen die Abwehr zu Fehlern verleiten. Sie spekulieren auf die Lücke. Spekulieren auf den optimalen Pass. Hier kam der Lauf. Tor für Manchester United. Man United verkürzt also. Und ich glaube, jetzt ist hier sogar noch mehr drin. Sie haben jetzt die Oberhand. Er lässt den Gegner stehen. Schuss für Mbappé. Starke Aktion von De Gea. Hält den Ball. Und wieder so eine typische De Gea-Parade. Neymar mit der Ecke. Verratti. Torhüter muss nicht eingreifen, der Ball fliegt über das Tor. Oh, Ballverlust. Jetzt kann es was geben, Neymar mit dem Ball. Das ist jetzt seine Chance. De Gea hält weiter gefährlich. Erstmal gut zugemacht. David De Gea hält diesen Ball ganz stark. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Sie können kontern. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Casemiro. Wout Weghorst. Super Tackling. Wenn United dieses Spiel hier noch drehen kann, dann liegt das natürlich auch an dieser Stimmung hier im Old Trafford. 5 Minuten sind es noch und die können lang werden für sie, denn sie führen ja nur mit einem Treffer. Sehr gut, gibt der Vorteil. War ein Foul hier an Messi. Ja, ja, er ist im Abseits. Ja, er verliert den Ball. Er holt sich den Ball. Rashford. Tor, Ausgleich. Das ist klasse, wie sie hier gekämpft haben. Jetzt können sie das Ding sogar komplett drehen. Ausgleich, später Ausgleich in diesem Spiel. Die Nachspielzeit läuft schon und das irritiert sie überhaupt nicht. Sie kämpfen weiter, spielen weiter und das zahlt sich aus. Alles wieder offen hier. 2-2. Ballverlust United. Geht hier noch was für PSG. Mbappé. Parade De Gea, aber noch gefährlich. Schluss, aus, das war's für heute. Mehr als dieses Unentschieden ist es für...